Wir sind in der Analysis. Wir betrachten dieses Lehrbuch, das ist der Grundkurs MA1 von Michalke Köhler aus dem Cornelsen Verlag. Und wir sind heute beim sogenannten Steigungsproblem. Folgender Hinweis zu dieser Problematik: Die Ableitung einer Funktion gibt uns stets die Steigung der Tangente an. Und zwar an einer bestimmten Stelle, die wir mit x0 bezeichnen. Wir berechnen dann, wenn ich die Steigung selber habe, natürlich auch den Steigungswinkel. Und das Ganze machen wir anhand eines Beispiels, Stefan. Ja. Gegeben sei die Funktion f von x gleich 0,5 x² minus 2x. Und wir fragen uns, welche Steigung hat sie an der Stelle x0 gleich 3? Nicht so schwierig. Um das Ganze mal skizzieren zu können, werde ich als erstes die Nullstellen bestimmen. Und bei der Bestimmung der Nullstellen gehen wir ja davon aus, dass ich die Funktion 0 setze, also f von x gleich 0. Das würde bedeuten 0,5x² minus 2x gleich 0. Dann dividieren wir das Ganze durch 0,5, haben dann x² minus 2 durch 0,5 ist aber 4, also minus 4x. Diese Gleichung kann ich entweder mit der PQ-Formel lösen, dann wäre das Q 0, oder besser, ich klammere hier das x aus, dann haben wir x mal x minus 4 gleich 0. Das ist ein Produkt. Ein Produkt ist aber genau dann 0, wenn entweder der erste oder der zweite Faktor 0 sind. Sodass wir kommen auf x1 gleich 0 und auf x2 gleich 4. Immer noch jetzt kommen wir zu der Skizze. Das ist ein Zoomen. Wir wollen also jetzt den Anstieg an der Stelle x0 gleich 3 haben. Wir konnten das Ganze skizzieren, weil die Nullstellen bekannt sind. Wir hatten ja 0 und 4. Deshalb verläuft die Funktion etwa so. Den Scheitelpunkt kann ich natürlich auch mit der Scheitelpunktgleichung bestimmen und der würde lauten S mit den Koordinaten 2, 2. So, jetzt gehen wir nochmal aus von unserer Funktion, bilden die Ableitung. Die Ableitung f' von x ist 2 mal 0,5 ist x, Exponent bleibt 1 und die Ableitung von minus 2x ist minus 2. Dann ist die Ableitung an der Stelle 3 gleich 3 minus 2, das ist 1. Also die Ableitung an der Stelle 3 ist 1. Nun wollen wir aber auch den Steigungswinkel haben. Und zwar den Steigungswinkel hier an der Stelle 3. Von der Skizze her sehen wir das, wie man das machen könnte. Dann ist ja der Tangens von Alpha gleich f' von 3 und f' von 3 ist 1. Um jetzt auf den Winkel zu kommen, gehe ich aus von dem Arcus Tangens von 1. Der Arcus Tangens ist die Umkehrfunktion und der Arcus Tangens von 1 ist 45 Grad. Also beträgt dieser Steigungswinkel 45 Grad. Okay, noch eine Aufgabe. Wir benutzen unser Lehrbuch MA1 und da haben wir auf der Seite 47 die Nummer 1. Da heißt es, die Profilkurve eines Hügels wird durch die Funktion f von x gleich minus 1,5x² plus 4x minus 6 beschrieben. Wir fragen, wo liegen die Fußpunkte? Und wie steil ist der Hügel am westlichen Fußpunkt? Um wieder die Fußpunkte zu bestimmen, muss ich diese Funktion einfach 0 setzen, denn das sind ja die Schnittpunkte mit der Abszissenachse. Weiterhin weiß ich sofort, da das x² negativ ist, ist das eine Parabel, die nach unten geöffnet ist. So, wir haben hier nochmal die Nullstellen bestimmt.
ist die Funktion minus 1/2 x² plus 4x minus 6 gleich 0. Division durch minus 1/2 liefert uns x², jetzt plus durch minus ist minus 8x, minus durch minus ist plus, plus 12 gleich 0. PQ-Formel angewandt, das P ist 8, dann hätten wir hier 8/2 plus minus Wurzel aus 8/2 zum Quadrat plus 12. Das führt uns zu den beiden Werten x1 gleich 2 und x2 gleich 6. Damit haben wir diesen Punkt 2 und 6, das sind die Fußpunkte. Und wenn wir jetzt den Winkel am westlichen Fußpunkt haben wollen, dann muss ich wieder bilden, Tangens von Alpha ist f' von 2 und f' von 2 ist selbst 2, denn die Ableitung abgebildet kann heutzutage jeder. Und schließlich der Winkel, der wäre Alpha gleich Arcus Tangens von 2 und das ist 63, rund 63 Grad. Ja, die Feuerwehr, die hier vorbeifährt, die wollten wir eigentlich gar nicht hören. Bis hierher.